Das ist jetzt ein ultimatives Halloween-Video. Wenn ihr dieses Video seht, müsst ihr wahrscheinlich die meisten anderen Halloween-Videos in eurer Abo-Box nicht mehr anschauen, weil sich der Inhalt ziemlich stark überschneiden wird. Wir fangen an mit Beauty-Tipps. Ein ganz origineller Ratschlag für Tutorials, egal was für ein Look ihr machen wollt. Es ist nämlich ganz außergewöhnlich, dass man erstmal damit anfängt, das Gesicht weiß anzumalen. Also, wenn ihr das machen wollt, würde ich euch eben empfehlen, euer Gesicht weiß anzumalen. Ja, und das ist halt einfach eine voll krasse Idee. Habt ihr sicher total selten bis jetzt gesehen. Noch eine ganz krasse Idee. Also man kann so Schminkfarben sich kaufen, wenn man sich im Halloween schminken möchte. Kann man zum Beispiel so Faschingsfarben kaufen. Oder halt Halloweenfarben. Aber, also, ich meine, da seid ihr wahrscheinlich nicht drauf gekommen, dass man die verwenden könnte, um sich zu schminken zu Halloween. Deswegen erkläre ich euch das. Und ja, also da macht man erst das Gesicht blass, dann Hello, also ihr wisst ja normalerweise, so im Alltag trage ich jeden Tag schwarzen Lippenstift, aber ich bin jetzt auf die Idee gekommen, dass es zu Halloween eigentlich echt gut passen würde. Und deswegen habe ich eben ja jetzt schwarzen Lippenstift aufgetragen und dann habe ich das so ein bisschen, also das kann man dann eben stark variieren. Das habt ihr sicher auch noch nie gehört, dass man zu Halloween schwarzen Lippenstift tragen könnte und dass man irgendwie so um die Lippen herum Sachen verschmiert machen könnte. Ja, jetzt habe ich außerdem noch einen Tipp für euch. Und zwar, ich zeige euch jetzt, wie man das so konturiert, euren Halloween-Look. Und das Tolle daran ist, dass das dann nur so am Video so für die Kamera gut aussieht, so wie ich das mache. Und wenn ihr das zu Hause nachmacht, sieht es voll scheiße aus, dann hättet ihr Dreck im Gesicht. Also selbst wenn ihr versucht, einen Golem darzustellen, der Dreck im Gesicht hat, sieht es dann nicht so richtig dreckig aus, so wie ihr das wolltet, sondern halt irgendwie komisch. Und ja, das macht man halt an allen möglichen Stellen und ihr macht das vielleicht zu Hause aus Versehen falsch und tut es dann irgendwie an eine leicht falsche Stelle und das sieht noch blöder aus und überhaupt nicht gruselig. Wenn ihr das habt, fragt ihr euch natürlich noch, wie bekomme ich ein perfektes Halloween Nail Arts Sachen hin? Da kann ich euch tolle Tipps geben. Also ich habe jetzt nur einen Finger gemacht. Man sieht mal, ich habe hier bei meinem Daumen, das ist so eine kleine süße Katze. Und wenn ihr sowas haben wollt, müsst ihr einfach nur mit Nagellack auf eure Finger eine kleine süße Katze malen. Und so funktioniert das mit jedem beliebigen Nageldesign. Zum Beispiel, wenn ihr ein kompliziertes, detailliertes Skelett auf den Fingernägeln haben wollt, geht das am besten, wenn ihr auf eure Fingernägel ein detailliertes, tolles Skelett malt. Ja, dann könnt ihr das jetzt auch. Ja, also nochmal zum Weißmalen. Das geht eben also wie vorher mit den Faschingsfarben. Das geht mit weißen Lidschatten. Das Konturieren geht halt auch mit verschiedensten Sachen. Dann auch ganz origineller Tipp: Man kann Sachen an den eigenen Haaren verändern, damit man Halloween-mäßiger aussieht. Und zum Beispiel kann man die Textur der Haare verändern, indem man sie zerstrubbelt oder auftupiert. Da sieht man dann mehr aus wie eine Moorhexe oder wie was auch immer man darstellen möchte. Das ist halt eine Methode, die man die ganze. Das ist halt so ein Tipp. Ich habe stundenlang recherchiert und keine einzige Person auf YouTube gefunden, die das irgendwie empfohlen hat. Und ich wäre halt selbst fast nicht auf die Idee gekommen. Ich habe jahrelang nachgedacht und dann ist mir irgendwann eingefallen, Mensch, warum machst du das eigentlich nicht mal? In den nächsten Tagen könnt ihr auf meinem Kanal noch erwarten, ein Video, auf dem ich versuche, gruselig zu wirken. Und dann stellt ihr alle fest, dass ich nicht gruselig bin. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr noch nie gehört habt, woher Halloween kommt, warum das hier gefeiert wird. Deswegen erkläre ich das in meinem Video. Und ich suche natürlich für euch ein paar random Fakten aus dem Internet heraus und mache ein 5-Fakten-Video. Und ich mache ein Video, wie man be die besten Halloween-Cocktails macht. Aber auch, also da google ich halt eben vor irgendwelche Rezepte. Das sind die obersten 10 Suchtreffer dann. Und da suche ich mir die besten, die mit den Zutaten, die ich gerade zu Hause hatte, raus eigentlich. Und ja, also es freut mich jetzt, dass ihr das Halloween-Video geschaut habt. Ich habe nämlich so selten unter mir Videoideen. Und wenn dann so Ereignisse kommen wie Halloween, denke ich immer, Mensch, jetzt mache ich mal ein klischeehaftes Halloween-Video, so wie die meisten anderen YouTuber auch.